fünfter Teil meines Nordsee-Reiseberichtes. In diesem Teil geht es von Spiekeroog nach Neuharlingersiel. Ende Juli habe ich mich mit meinem kleinen 9 Meter Segelboot der Biedewind aufgemacht, um von der Lübecker Bucht über Fehmarn, Kiel, den Nordostseekanal und die Eider in die Nordsee zu fahren. Kurz vor der Eidermündung heuerte meine Schwägerin Hilde an. Und wir fuhren gemeinsam durchs Eidersperrwerk nach Helgoland und von dort weiter nach Wangerooge. Wir hatten zwei wundervolle Faulenzertage auf Wangerooge verbracht und wollten nun bei auflaufendem Wasser mittags nach Spiekeroog fahren. Ich plante, nicht außenrum durch Seegat zu fahren, sondern innen zwischen den Inseln und dem Festland durchs Wattenmeer. Ein Stück Land, das bei Ebbe über einen Meter aus dem Wasser herausragt und nur bei Flut bedeckt ist. Auf der Seekarte hatte ich mir schon den Kurs durch das alte Hahle-Fahrwasser eingetragen. Die Distanz waren ungefähr 11 Seemeilen und ich rechnete mit 2,5 bis 3 Stunden für diese Strecke. Wir hatten die Ostspitze von Spiekeroog passiert und ließen uns nun mit der Strömung in den Priel der alten Hahle hineintreiben. An den Strudeln an den Bojen kann man gut erkennen, wie der Strom setzte. Als Ostseesegler war mir das Wattenmeer ja vollkommen unvertraut. Und so freute ich mich darauf, das erste Mal durchs Watt entlang eines Brickenweges zu fahren. Die Grünflächen auf der Seekarte waren die Gebiete, die bei Ebbe aus dem Wasser herausragten und auch jetzt bei Flut nur mit 1 Meter Wassertiefe bedeckt waren. Die Biedewind hat einen Tiefgang von 1,40 Meter und kann diese Stellen nicht passieren. Laut Seekarte ist es an der flachsten Stelle der Wasserscheide 1,30 Meter hoch. Bei einer 3 Meter hohen Gezeit hätte ich dann 1,70 Meter Wassersäule. Genau zum Hochwasser musste ich mit der Biedewind an dieser Stelle vorbeikommen, um 30 cm Wasser unterm Kiel zu haben. Ich ließ die Maschine nur ganz langsam mitlaufen, um nicht mit Volldampf irgendwo auf Grund zu gehen. Der Strom schob uns auch schon so mächtig und so fanden wir früh nachmittags ein feines Plätzchen im Hafen von Spiekeroog. Am Fähranleger herrschte emsiges Treiben und wir beschlossen, den Ortskern zu erkunden. In Wangerooge musste man dazu ja 5,5 Kilometer marschieren. Hier waren es nur 500 Meter. Genial! Spiekeroog fiel im Zweiten Weltkrieg nicht den alliierten Bombern zum Opfer. Und so konnten wir überall wundervoll restaurierte alte Bausubstanz bewundern. Wir verliebten uns sofort in die kleinen, gedrungenen, ehemaligen Fischerhäuschen, in denen nun nette Cafés, Restaurants, Bars oder auch Kaufmannsläden waren. Und wenn man die entsprechende Kreditkarte dabei hatte, konnte man auch allerlei seemännischen Tüdelüt kaufen. Corona-bedingt konnte man nicht einfach abends essen gehen, sondern musste vorher schon reservieren. Und da wir erst nachmittags angekommen sind, erwies sich das als sehr schwierig. Aber wir hatten Glück und fanden noch ein feines Plätzchen, um Fisch zu speisen. Den Abend ließen wir dann bei einem herrlichen Sonnenuntergang auf dem Deich ausklingen. Ebbe und Flut formen das Wattenmeer durch den mahlenden Strom der Gezeiten. Neue Priele entstehen, Sandbänke wandern, Fahrrinnen versanden, alles unterliegt einem ständigen Wandel. Die Position der Bänke und Priele kann sich nach jedem größeren Sturm verändern. Die Besenstiele der Brickenwege werden deshalb im Winter eingeholt und jedes Jahr neu gesetzt.
und die Seekarten kommen im Watt kaum mit der Aktualisierung nach. Genau dies ist auch der Grund für die Arbeit der Baggerschiffe hier im Watt. Sie müssen dafür sorgen, dass die Fahrrinnen nicht versanden und auch Sand an den Küsten der Inseln wieder aufgefüllt wird, da durch die Nordseestürme häufig große Schäden an den Inseln und Deichen entstehen können. Rechtzeitig vor der Ebbe musste sich daher das Baggerschiff Norddeich morgens um 5:30 auf den Weg machen, um die Fahrrinne freizuhalten. Ich beobachtete fasziniert, wie sich der Liegeplatz bei Ebbe in eine kleine schlammige Mulde verwandelte. Ich wurde jetzt schon mehrfach gefragt, ob man das Boot irgendwie absichern oder abstützen müsste beim Trockenfallen. Bei Liegeplätzen mit solchem weichen Grund ist das nicht notwendig. Das Boot versinkt langsam im Schlamm und steigt mit der Flut wieder auf. In den leeren Boxen kann man schön sehen, wie sich die Boote ein Bett in den Schlamm geprägt haben. Praktisch ist natürlich auch, wenn man an Schwimmpontons belegt hat, sodass man die Leinen nicht dauernd nachführen muss. Nach dem Frühstück heißt es nur aber los, auf die Insel erkunden. Spiekeroog ist autofrei und alles lässt sich zu Fuß erledigen. In der Dünenlandschaft gibt es eine kleine Anhöhe mit dem Utkika. Von hier hat man einen Überblick über die gesamte Insel und kann bis zum Festland und zu den Nachbarinseln Langerog und Wangerooge schauen. Und wenn man schon auf der Anhöhe in den Dünen ist, dann sollte man einfach Richtung Norden weitergehen, bis man an die Nordsee kommt und den Strand. Ist das nicht genial? Weißer Sandstrand, so weit das Auge reicht. Und dann eine Sandbank und dazwischen ein fast trocken gefallener Priel mit knietiefem Wasser. Und Corona-kompatibel, fast alles komplett menschenleer. Für die Revierkundigen ist dieser Priel ein beliebter Ankerplatz. Bei Hochwasser läuft man in die Lagune ein, wirft den Anker und lässt sich dann über Stunden trocken fallen und wartet die nächste Gezeit ab. Dann kann man Kaffee trinken oder kochen und geht schwimmen. Einige übernachten bei ruhiger Wetterlage auch dort. Ein herrlicher Sommerliegeplatz. Und was auch recht praktisch ist, direkt hinter dem Deich an der Lagune befindet sich das Café Westend. Eine urige Hippie-Kneipe mit Biergarten. Ihr könnt euch sicherlich schon denken, was ich wieder mal war. Total fasziniert und begeistert. Und um mich etwas abzukühlen, ging ich dann erstmal in der Nordsee planschen. Mit Faulenzen, Baden und Muscheln sammeln verging die Zeit wie im Fluge. Und das Wasser begann wieder aufzulaufen. Der Priel, die Lagune, begann sich zu füllen und wir mussten uns echt beeilen, um trockenen Fußes noch hindurchzukommen. Das Wasser stand schon fast bis zum Bauchnabel. Und na klar ging es dann zu einem leckeren Bier ins Café Westend. Herrlich, alte Hippie-Musik aus den 60er, 70er Jahren. Kult. Abends ging es dann noch mit einer Stegnachbarin in eine Guinness-Kneipe. Aber dann mussten wir uns auch bettfertig machen. Am nächsten Tag wollte ich Hilde nach Neuharlinger Siel bringen, wo sie abmustern wollte. Na, was heißt schon am nächsten Tag? Wir mussten natürlich bis Mittag warten, weil wieder kein Wasser im Hafen war. Erst als die Fähre ablegte, wusste ich, auch für uns wird es tief genug sein. Und los ging es. Erst im breiten Priel, danach ein kurzes Stück Brückenweg und dann war auch schon Neuharlinger Siel in Sicht.
Von Spiekeroog bis zum dazugehörigen Inselhafen Neuharligasiel war es nicht weit, nur ein Katzensprung. Und es war keine navigatorische Herausforderung. Einzig darauf aufpassen musste man, dass genug Wasser im Hafen stand, da auch dieser trocken fiel. Und für Boote mit über 1,40 Meter Tiefgang wurde auch von diesem Hafen abgeraten. Die Pfahlreihe musste ich sauber an Steuerbord passieren. Rechts davon war dicht unter der Wasserlinie eine Mauer und auf der Backbordseite der engen Fahrrinne war schon die nächste Sandbank. Nach einer kleinen Ehrenrunde durch den Hafen fand ich einen freien Liegeplatz direkt neben den Fähranleger im Yachtclub von Neuharligasiel. Wir machten das Boot klar und Hilde packte ihre Sachen. Anschließend bummelten wir durch den Hafen. Und Hilde lud mich im feinsten Restaurant des Hafens zu einem Fischessen ein. Zum Hafen selber muss man, glaube ich, gar nicht viel sagen. Jeder sieht es ja selber. Wunderbare Bausubstanz und mit den bunten Fischkuttern herrlich anzuschauen. Ich fühlte mich sofort wohl hier. Hilde war nun los und ich überlegte, was machst du mit dem angebrochenen Abend? Na klar, nochmal auf ein Bier in eine urige Kneipe. Zum Glück hatte ich es mit meinem Kneipenbesuch nicht übertrieben und bin zeitig zu Bett gegangen. Das war gut so, denn morgens wurde ich mit ordentlich Radau von dem Baggerschiff geweckt. Und als ich dachte, na anschließend kannst du dich ja noch mal aufs Ohr legen, dann legte die Fähre ab. Und der gleiche Krach ging wieder von vorne los. Solch ein Liegeplatz in so einem kleinen Hafen kann denn doch manchmal unruhig sein. Aber es gehört mit zum Segelurlaub dazu. Nun ja, so viel zum Thema ruhiger Liegeplatz und Wellenschlag vermeiden. Es war morgens um 7 und zumindest das Thema lange Ausschlafen war nun vorbei. Vielleicht sollte ich mir beim nächsten Mal vorher genau anschauen, wo ich strategischer günstiger mit dem Boot festmachen kann. Nochmal wieder in die Koje legen hatte nun nach dem Radau auch keinen Zweck mehr. Auch und ich beschloss, ein bisschen mehr die Stadt anzuschauen und lecker Brötchen zum Frühstück einzukaufen. Zeit hatte ich ja noch genug, denn ich wollte erst nachmittags ablegen, um nach Langeoog weiterzufahren. Der Ort, in dem ich mich jetzt befand und auch das zugehörige Land existierten vor einigen Jahrhunderten noch nicht. In der großen Mandränke im 13., 14. Jahrhundert, wo Rungholt versank, entstanden der Jadebusen und auch die Halebucht war viel tiefer ausgeprägt. Erst durch Deiche und Siele konnte das Land der Nordsee wieder abgewonnen werden. Im 18. Jahrhundert gewann Neuharligasiel als Hafen eine Bedeutung, wovon heute nicht mehr so viel übrig ist, da hier fast nur noch Tourismus betrieben wird. In den Sommermonaten ist hinter dem Deich auf den Campingplätzen eine größere Bevölkerungsdichte als in der Stadt selber.
Inzwischen war Ebbe und in der weit hinausreichenden Fahrrinne war so gut wie kein Wasser mehr. Deutlich war die von mir erwähnte Steinmauer direkt neben den Pfählen zu erkennen. Wer hier auch nur ein bisschen außerhalb der Fahrrinne gelangt, kann recht schnell auf Schied setzen. Das Wetter war herrlich und zahlreiche Reisegruppen begaben sich auf Wattexkursionen. Ich schaute mir das Treiben eine ganze Weile an, denn ich hatte noch viel Zeit bis zum Auslaufen zum Nachmittagshochwasser. An Auslaufen war noch gar nicht zu denken. Der Hafen war so gut wie trocken gefallen und nur ganz kleine flachgehende Motorschiffe konnten überhaupt in der Mitte der Fahrrinne noch fahren. Die Biederwind war tief bis fast zur Wasserlinie im Schlamm eingesackt. Hier im Gezeitenrevier braucht man viel Zeit und Ruhe und Geduld. Es geht nicht danach, wann du auslaufen willst, sondern danach, wann genug Wasser da ist, wann du an dem richtigen Zeitpunkt über den Scheitel oder durchs Gatt kommst und auch dann, ob dann im Zielhafen Wasser da ist. Eine wirklich ganz andere Art von Segelei als auf der Ostsee, wie ich sie bislang kannte. Mittlerweile wurde es 11 Uhr, naja, und ich ging weiter spazieren. Vor nachmittags war nichts mit Auslaufen. Um 14 Uhr lief endlich die Fähre ein. Es war wieder genug Wasser im Hafen und auch ich wollte mich bereit machen, um abzulegen. Schnell eilte ich zu Biederwind und begann alles zu klarieren. Aber was war das? Plötzlich legte sich das Boot fast auf die Seite. Ein Riesenkrach und Radau, eine Strömung, die Biederwind zerrte an ihren Leinen. Nein, das war nicht das Schraubenwasser vom Anlegemanöver. Auch versuchte er nicht, das Boot irgendwie in Position zu halten, sondern das ging jetzt so über 20 Minuten. Gott mag nicht nur denken, dass er versuchte, sich mit dem Schraubenwasser sein eigenes Fahrwasser freizuhalten und den Schlamm wegzuspülen. Naja, und ich mit Mann. Ein Ablegen konnte man so gar nicht denken. Also wieder abwarten und Tee trinken. Irgendwann gegen nachmittags um 3 war dann auch dieser Spuk vorbei und ich sah zu, dass ich Reis ausnahm und ablegen konnte. Ich wollte übers Watt von Neuharlinger Siel nach Langeoog und es standen mir 2 Prickenwege zur Auswahl. Pricken, das sind diese merkwürdigen Besenstiele, die im Wasser stecken und auch tatsächlich Seezeichen sein sollen. Eine ganze Armada von Fischkuttern lief fast zeitgleich mit mir aus. Ich wunderte mich schon, wo die wohl alle hinwollen. Von den beiden möglichen Wattfahrwassern wählte ich das weiter nördlich liegende Langeooger Fahrwasser, da ich dort später ankommen würde und bis dahin der Wasserstand höher sein würde. Außerdem käme ich nochmal an Spiekeroog und der schönen Lagune vorbei. Und was ich zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, an der Ostseite von Langeoog würde ich tatsächlich Seehunde sichten können. Leider konnte ich nicht viel dichter an die Sandhundbänke heranfahren. Und da ich ja nur alleine war, steuern und filmen war gar nicht so einfach bei dem Geschaukel.
Und wieder mal ging es entlang eines pricken Weges durchs Watt. Und inzwischen wusste ich ja schon, wie es läuft, war mutiger, setzte Segel, hatte auch einen günstigen Wind, 4 Beaufort Windstärken, alles easy, alles gut. Ohne weitere Zwischenfälle erreichte ich Langeoog. Ich verbrachte dort 2 Tage, traf Tom mit seinem Wattensegler, der einen eigenen YouTube-Kanal unterhält. Und eigentlich sollte die Reise weiter nach Greetsiel und Norderney gehen. Aber dann kam es doch anders und ich musste meine Reise abbrechen. Falls dich das interessiert, abonniere meinen Kanal, schenke mir ein Like und sei gespannt auf die weiteren Abenteuer der Biedewind in der Nordsee.